Ist gut, Martin? Ich stehe hier mitten auf dem Röntgenplatz im Zürcher Kreis. Upsla! Und wir gehen jetzt eine ganz spezielle Gruppe besuchen. Hat es da kein Licht? Aha, ich höre schon Stimmen. Heute zusammen miteinander. Keines zu klein, ein Helfer zu sein, ist das Motto von dem Grüppli, wo sich jeden Abend und am Morgen vor der Schule oder im Kinski oder der Krippe trifft da unten zum Tschuttibölle nähen. Jetzt sind das aber nicht irgendwelche Tschuttibölle, sondern hebt euch fest, die offiziellen EM-Böllen. Frau Geiser, heben Sie doch den bitte mal ins Bild. Ja. Da ginkt mal ein Ribery oder ein Lucatoni oder sogar der Hakan Yakin rein. Hä? Du, hast du den Plausch am Nähen? Ja, es geht so. Vorher habe ich mir den Finger gestochen. Oh je, das ist nicht so schlimm. He? Wo gekoppelt wird, fallen halt Späne. Oder wie sagt man, Schönheit muss leiden. So ein kleines Pixli hat jetzt noch niemandem geschadet. Ja, ist ja gar nicht so schlimm. Das hat ja sogar Tageslicht. He? Ja. Darf ich mal zu dir kommen? He? Du machst das schaurig schön. Ja, am Anfang konnte ich das nicht so schön können. Und dann hat mir Frau Geiser ein. Ja, also inzwischen muss ich sagen, tun alle Kinder wunderbar nähen und ja, sind halt auch ganz liebe Schätzchen, die wir hier haben. Habt ihr, sagen wir jetzt mal, aus Kinderschutzgründen keine Bedenken? Man sieht ja zwar, dass es allen Kindern viel, viel Freude macht, aber habt ihr keine Bedenken wegen Kinderarbeit, die in der Schweiz ja nicht erlaubt ist? Bei uns kommt ja alles aus Thailand, aus Pakistan. Ganz im Gegenteil. Es ist so, wir wollen den Kindern eigentlich Wert mit auf den Weg geben, gerade in der Schweiz, wo Arbeitsmoral so hoch geschrieben wird. Und ich meine, wenn sie es in diesem Alter nicht lernen, wenn dann, oder? Und dann ist es so, ich meine, das sehen sie selber, die Kinder, die wollen. Oder ja. Die sind so lernbegierig. Sie kommen mir vor wie kleine Schwämmli, die hier hocken und das alles aufsaugen. Siehst du dich wie ein kleines Schwämmli? Nein. Nicht, hä? Jetzt fällt mir auf, es hat mehr Mädchen als Buben da. Aber was liegt das? Ja, das ist so. Wir arbeiten sehr gerne mit Mädchen zusammen. Mädchen sind halt einfach ein bisschen gewissenhafter. Sie tun ein bisschen schöner nähen, tun ein bisschen ruhig sitzen, machen ein bisschen weniger Seich. Und das ist halt auch ein Vorteil, nachher dann für spätere Hausfrauen da sein. Ganz klar. Ja, warte schon, 40 Minuten, dann haben wir schon ein bisschen Pause. Ich habe jetzt Frau Marti bei mir. Frau Marti, Sie sind Mutter von diesen beiden herzigen Kindern. Jetzt wollte ich fragen, wie sieht es denn aus mit dem Wettbewerbsgedanken? Ich habe gehört, es gäbe auch ein Bonussystem. Also Sie meinen das mit dem Child of the Month? Genau. Ja, das ist natürlich eine sehr gute Sache, finde ich persönlich, weil Kinder werden auf ganz natürliche Art dazu motiviert, noch besser und noch schneller zu arbeiten. Und das gibt dann einen 5 Lieber mehr? Nein, es sind 2 Franken, aber was dann noch dazu kommt, ist ein Foto beim Kellereingang, also vom Kind, wo dann Child of the Month ist. Und das macht halt sehr stolz. Frau Lichtsteiner, auch vielleicht Asina, ein paar Fragen. Warum schicken Sie Ihr Kind in die Gruppe Hoppschweiz? Ja, ich finde die Gruppe Hoppschweiz einfach eine super Sache, oder? Die muss sehen, so ist das Kind betreut. Und es kostet nicht mal etwas. Also im Gegenteil, oder? Das Kind bringt noch etwas heim. Das ist ja auf dem Höllentür, so die Krippen, kann man sich ja fast nicht leisten. Ja. Und dann muss man natürlich sagen, es ist super für die Kinder, oder? Die haben Erfolgserlebnisse, die lernen hier etwas, die fangen richtig an zu arbeiten. Also die Sophie, die kommt manchmal heim und die erzählt, oder? Eben, sie redet ja auch in einem Buch, sie ist hochbegabt, unsere Sophie. Ja. Und sie sagt aber, du Mami, jetzt habe ich heute in der Gruppe Hoppschweiz 5 Meter Faden verneigt. Und was gibt es Schönes für ein Kind, oder? 1, 2, 3, Hopp, Schweiz! Für das Schweizer Farbfernsehen, Sandra Utzinger.